So Leute, als erstes möchte ich mich mal entschuldigen, dass so lange keine Videos kamen. Ich hatte im Moment getan. Brrr. Kann schon wieder nicht Deutsch. Ich hatte momentan wirklich keine Zeit. Und ich hatte auch keine Lust, irgendwie etwas aufzunehmen. Aber jetzt habe ich wieder Lust, also kommen bald wieder Videos. Zudem habe ich mir noch einen Grabber bestellt. Also bald werden auch Wii-Spiele Let's Play. Ja. Jetzt möchte ich auch noch meinen Senf dazu geben zu RTL. Ja, ich weiß, jeder hat schon ein Video davon gemacht. Jeder Millionste. Und ja, jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen. Ich finde RTL sowieso schon ziemlich erbärmlich, dass man so eine Scheiße machen kann. Ich meine, das ist so dumm. Von denen weiß ich nicht, wie viele Leuten, die alle auf der Gamescom waren, haben sie sich einfach 5 rausgesucht und die halt ziemlich ungepflegt waren. Dann haben sie einfach gesagt, ja, alle Gamer sind ungepflegt, haben keine Freunde und sitzen nur vorm Computer und zocken und wow. Ich weiß nicht, wie die auf so einen Schwachsinn kommen, nur weil dort ein paar Typen waren, die sich verkleidet haben. Denken die jetzt, jeder verkleidet sich in privat und rennt so mal dumm. Ich finde es einfach nur erbärmlich von RTL, so eine Scheiße zu machen. Die stellen alle Gamer in den Dreck. Die bezeichnen uns als ungepflegt und wir haben kein Real Life. Keiner von uns hat Freunde und lauter so ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie man auf so eine dumme Idee kommen kann. Das Lustige ist, es gibt wirklich solche dummen Leute, die dann sagen, wow, RTL hat vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Scheiße kommen kann. Wieso glauben die Leute dann, dass RTL recht hat? Ich meine, das ist doch völlig schwachsinnig. Das mit den Amokläufen ist sowieso der größte Kack, den es gibt. Dass sie jetzt die Ego-Shooter-Spiele immer mehr und mehr zensieren. Boah. 10% von allen Amokläufern haben vielleicht Ego-Shooter gespielt. Aber die müssen schon vorher ein Problem gehabt haben. Das liegt doch nicht das Ego-Shooter-Spiel. Das RTL übertreibt massenlos. Unglaublich. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr zu diesem Video von RTL haltet. Tschüss.